Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema aktuelle Rechtsprechung im Mietrecht. Und das Thema ist so umfangreich, dass ich jetzt hier gleich zum ersten Fall übergehen möchte. Die Namen, die ich den Fällen gegeben habe, und ich habe sie auch so nacherzählt. Die rechtlichen Hintergründe, die ich Ihnen erzähle, sind natürlich die aus den Originalfällen, aber um es auch ein bisschen unterhaltsamer zu machen, habe ich denen hier Namen gegeben. Also V&M sind bei mir immer Vermieter und Mieter und es besteht ein Wohnraummietverhältnis in einem Mehrfamilienhaus. Also der Mieter hatte eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gemietet und es lief nicht so richtig gut zwischen ihm und seinen Nachbarn. Ja, der Mieter behauptet, dass die Obermieter lärmen, dass sie ihn beleidigen, dass sie ihn bedroht haben. Sie hätten den Klingelknopf festgeklebt, sodass es ununterbrochen geklingelt hätte. Und außerdem hätte der Hund die Fußmatte vor der Wohnung des Mieters hier verunreinigt. Der Mieter sagt, er hat es angezeigt, der Vermieter hat nichts gemacht und dann erklärt der Mieter die fristlose Kündigung gegenüber der Hausverwaltung. Ha! So. Der Vermieter sagt, naja, du hättest ja mir gegenüber kündigen müssen und gar nicht gegenüber der Hausverwaltung. Und das ist erstmal die erste Frage in dem Fall, geht gleich noch weiter. Die erste Frage in dem Fall, ist denn die Kündigung gegenüber der Hausverwaltung überhaupt wirksam? Und da hat das Amtsgericht Brandenburg gesagt, naja, natürlich. Also eine Hausverwaltung eines Vermieters ist Empfangsvertreter hinsichtlich des Kündigungsschreibens.